Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry. Ja, ich kann das nochmal so erzählen. Und die Tür war zu, deswegen gehen wir jetzt daneben bei. Silver Ray sagt, das ist jetzt für Last Episode. Ich bin gespannt. This way ist bestimmt ganz toll. Ah, die hängt zu fest an der Pflanze. Ich bekomme sie nicht ab. Eine gigantische Aubergine für gigantischen Hunger. Warum brauche ich eine Aubergine? Diese Gießkanne sieht nicht funktionsfähig aus. Ist doch kein Wasser drin. So. Was machen wir mit so einem riesen Radiergummi? Was für ein riesiges Teil. Warte mal. Moment. Zum Auslöschen ungewöhnlich großer Sachen. Moment. Dumme Ideen? Jetzt hab ich's. Ich muss einfach nur... Das war alles sehr merkwürdig, aber das Fenster ist jetzt offen. Das war tatsächlich richtig. Ich dachte, jetzt kommt irgendein Blödsinn. Okay. Fenster ist schon mal auf. Sehr buschig. Die Aubergine ist untenrum etwas buschig. Rettungsboot? Nichts da. Ich bin froh, hier zu sein. Da geht es zwar ziemlich steil runter, aber das Boot kann man von hier aus zu Wasser lassen. Eine gigantische Aubergine. Kann ich schon rein? Oder bin ich dann... Spoil ich dann irgendwas? Was sagt ihr? Oder kann ich gar nicht rein wegen ihr hier? Wahrscheinlich bin Solange ich dann so die Pflanze den ja. Weg versperrt, okay. Komme ich nicht mal in die Nähe des Fensters. Okay. Dann würde ich doch sagen, weil das auch die Maße hat. Ja. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil nicht nur farblich. Ja. Machen wir die dümmste Idee. Das würde nur zu Splittern führen. Das ist gut, so wie es ist. Dann haben wir noch einen anderen Gegenstand. Mal sehen, was passiert. Wow, das Ding hat der Pflanze das komplette Wasser entzogen. Jetzt ist sie ganz schön schlapp geworden. Die ist leichter, als ich erwartet hätte. Jetzt ist er ganz fragil. Ich könnte ihn einfach so mit bloßen Händen rausreißen und zerfetzen. Mache ich aber nicht. Ich bin doch kein Barbar. Nein, du bist super in Ordnung. Und für Leute, die gerade wissen wollen, es läuft ja gerade Eintracht Frankfurt gegen Chelsea. Und wie gerade der Schätzer sagt, führt Eintracht. Was wäre richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. So, damit wisst ihr, wenn wir hier aufnehmen. Gut, was Leute auch wissen, weil wir ja auf Twitch sind. Also, da kann man das auch sehen. Ich glaube, wer die ist, hat danach keinen Hunger mehr. Wenn das nicht ein Hinweis war. Langsam, nicht zu nah. Ja, das sollte passen. Scheint ihr geschmeckt zu haben. Vermute ich. Sieht sicher aus. Was? Wie bin ich denn jetzt... Ach, auch egal. Dann mal los. Faith, ich komme. Wow. BJ hat keine Kosten und Mühen gescheut. Ah, verdammt, ich komme nicht nach unten. Diese Seite der Treppe wurde gerade gewischt. Und die andere frisch gestrichen. Was soll ich jetzt machen? Faith, ich will mich entschuldigen. Warte. Sie reagiert nicht. Was soll das jetzt?
Das war knapp. Okay. Boah, der Raum ist innen größer als außen. Okay. Sieht aus wie eine Besenkammer voller Zauberroben. Gehören wohl jemandem namens Simon. Oh, was für eine Übergang. Mit Onkel Simon machen wir ja auch weiter. Das ist aussichtslos. Die Treppe ist frisch gestrichen. Da ist sie. Baby, warte. Warum hört sie mich nicht? Ups, Entschuldigung. BJ darf mich nicht finden. Was ist mit BJ? BJ muss Faith bedroht haben oder so etwas. Die Arme. Der wird was erleben, wenn ich ihn in die Finger kriege. Das müssen diese Portale sein, von der meine Kollegin erzählt hat. Portale, Kollegin. Wenn du die gleiche KI hast wie GLaDOS, mag ich die gleich noch mehr. Das sieht nach dem Labor von Professor Asimuth aus. Ui. Wer kennt hier noch hier Schnibbel auf Asimuth? Mein Gott. War auch ein Sierra Game. Was ist denn hier los? Beziehungsweise Cocktail, glaube ich, aber... Woodruff and the Schnibbel auf Asimuth. Genau, so war das. Da drin reden zwei Tentakel miteinander. Das finde ich eklig. Schön. Referenzen kann er. Das sieht nach einer Abkürzung in Welt 4-1 aus. Da muss ich erst später hin. Wie viele Gags gibt's denn? Das sieht nach dem Labor von Prophet. Okay, jetzt fängt es an, sich zu wiederholen, ne? Das war knapp. Gut. Dann würde ich sagen, dann folgen wir ihr mal. Boah, der Raum ist innen größer als außen. Da drin reden zwei... Wo war sie denn? Was mache ich denn jetzt? Hey Süße, jetzt warte doch mal. Ich muss in den Geheimraum. Okay. Ich vermute, wir wissen, wo der Geheimraum ist. Sie ist nicht wieder hochgegangen. Sie muss irgendwo hier unten sein. So. Ein geheimer Schalter. Da war eine Tür dahinter. Ja. Die ging einfach auf. Dahinter ist alles dunkel. Faith. Ich komme. Ah! Autsch! Larry! Hilfe! Ah, bist du wieder wach? Gut. Du bist mir ein letztes Mal in die Quere gekommen. Das neue Pifon wäre mein Meisterstück gewesen. Damit hätte ich die Hirnströme aller Menschen kontrolliert. Ihr Denken, ihren Sexualtrieb, ihre Gesinnung. Und ich hätte es so aussehen lassen können, dass in Wirklichkeit Faith hinter allem steckt. Aber deinetwegen ist nun alles schief gegangen. Okay, dann legen wir noch mal los. Faith, ich habe jetzt genug Timberpunkte. Ich werde alles in die Luft jagen. Es werden keine Beweise zurückbleiben. Und diese ganze Katastrophe wird man dir in die Schuhe schieben. Damit du die Sekunden bis zu deinem Ende runterzählen kannst, Larry... Nun,
Immerhin sind wir jetzt alleine, Faith. Larry, du verdammter... Faith? Ich glaube, sie ist ohnmächtig geworden. Kann ich tatsächlich noch was machen? Ah! Toll. Jetzt habe ich auch noch Hunger. Probleme, die man natürlich in der Situation hat, wenn man jetzt was essen könnte. Das hat mehr als eine Armlänge Abstand. Ui! Jetzt hat es aber. Jetzt wollte er aber richtig zeigen, Kopf dass hoch, er könnte. Larry. Unerreichbar von hier aus. Ah, scharf. Könnte nützlich sein, aber ich komme nicht ran. Ach, hätte ich reagieren müssen, oder was? War es wahrscheinlich nicht so pfiffig, ja? Oder war das Story? Sollte das so sein? Ich denke ja. Wow. Ganz ruhig, Larry. Was war das? Der Kaktus hat dir eine Vision geschenkt. Kann ich noch einen haben? Das würde dein Verstand nicht verkraften. Du hast nun gesehen, was geschehen kann. Jetzt brauchst du nur noch den Schlüssel. Du meinst, ich muss entschlüsseln, was ich in der Vision gesehen habe? Nein, der Schlüssel, der hier. Ach so. Wofür ist der? Dieser Schlüssel ist die Rettung. Ach, ich schaue in der Komplettlösung nach. Feigling. Ein mysteriöser Schlüssel von El Rey. Ja, dann wollen wir mal. Ich glaube, jetzt ist dann richtig Finale, ja? Halt! Da ist eine Zeitung. Okay, die war also schon vorher da, okay. Okay, wieder hier. El Rey hat gesagt, dass ich erlebt habe, was geschehen kann. Aber nicht, was geschehen muss. Diesmal werde ich BJ aufhalten und Faith retten. Ich muss in die Villa. Aber hier sieht es irgendwie anders aus als vorher. Pi, was ist los? Du bist die ganze Zeit so still. Mir wird das langsam alles zu wirr. So, eine echte Gießkanne. Eine normale Gießkanne. Wasser ist bereits drin. Da ist irgendwas drin. Auf keinen Fall gehe ich da näher ran. Okay. Wenn ich den Deckel zumachen könnte, wäre es möglich, auf die Tonne und zum Fenster zu klettern. Sieht nicht so aus, als könnte man das Fenster von außen öffnen. Da geht es in die Villa. Aber das Fenster ist zu. Die Eingangstür zur Villa. Verschlossen. Ich muss einen anderen Weg in die Villa finden. Ja, natürlich gehen wir wieder drum rum. Noch ein riesiges Teil. Ach, geil! Ein Ziegel ins Fenster werfen, oder was? Wie geil. Ungefähr so groß wie ein ungewöhnlich großer Radiergummi. Ein fieses Wurfgeschoss. Keine Chance. Steckt zu fest im Boden. Lass mich ran, dafür nehmen wir gleich die Gießkanne. Wo die Aubergine stand, ist nun ein Paddel. Mit dem Boot will BJ bestimmt fliehen. Nein, ich muss erst Faith retten. Danach kann ich mit ihr in den Sonnenuntergang gleiten und Cocktails schlürfen. Das wird schön. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Was? Moment. Ah. Da kann ich nicht buddeln. Die Erde ist viel zu hart. Da wahrscheinlich das Wasser.
Das hat den Boden aufgelockert. Zum Glück kenne ich mich so gut in Physik aus. Oder, Geologie. Was war das mit den Felsen? Was für ein vielseitiges Gerät. So, jetzt aber Fenster einwerfen. Das könnte funktionieren. Ja, das Fenster ist jetzt offen. Das hast du gut hingekriegt. Okay, ganz vorsichtig. Ha! Da kommt das Ding so schnell nicht mehr raus. Dann mal los. Faith, ich komme. Diesmal aber wirklich. Genau wie in der Vision. Aber wo ist Faith? Ich muss nach unten in den Geheimraum. Ui, hier steht ja ein äußerst beeindruckender Soda-Automat. Okay, er hat tatsächlich andere Sprüche. Entschuldigung. Faith? Hier ist sie nicht. Okay. Das war wohl die falsche Tür. Nicht unbedingt. Wo ist der Geheimschalter hin? Jetzt steht hier eine Statue von Faith. Ich muss den Schalter finden. Ich bekomme das Gemälde nicht auf. Irgendwo muss doch der Schalter sein. Okay. Nehmen wir den doch wahrscheinlich. Da bist du ja. Ich bin bereit. Hoffentlich endet das nicht so wie letztes Mal. Vermutlich Faith, schon. Ich komme. Ah! Autsch! Oh. Mary! Hilfe! Ah, du bist wieder wach? Gut. Du bist mir ein letztes Mal in die Quere gekommen. Alles hat so gut funktioniert. Niemand hat gewusst, was für eine Flachpfeife BJ eigentlich ist. Hey! Ich konnte mich im Hintergrund halten. Aber das ist jetzt vorbei. Das ist so gut. Faith, ich habe jetzt genug Timberpunkte. Ich gehe mit dir auf kein Date. Sag das doch gleich. Überlegst du es doch mal mit dem Date. Kaum im ANB. Solltest du nicht den bösen Plan haben, das P-Phone als Überwachungsgerät zu nutzen und alle Menschen kontrollieren zu wollen? Was meinst du damit? Das tun wir doch längst. Alle Leute überlassen uns ihre Daten freiwillig. Und die Sensoren des P-Phone zeichnen alles auf. Niemand kennt mich besser als du, Schätzchen. Glaub mir. Ich weiß mehr über dich, als ich jemals wissen wollte. Es wird mich einige Mühe kosten, dich wieder zu vergessen. Aber keine Sorge. Das wird mir schon gelingen. Überlegst du dir das doch nochmal mit dem Date? Vielleicht? Ja. Nein. Was soll das? Warum sperrst du BJ ein? Weil er komplett unfähig ist. Ich habe ihm alle möglichen Beschäftigungen gegeben. Er durfte die Farben für die Geräte aussuchen, die Styroporsorten für die Verpackung. Er durfte seine Fresse in jede verdammte Kamera halten und sich als der große Chef von Prune geben. Hauptsache, er lenkt von mir ab. Hab ich ja auch. Immer wieder hat er bei Prune für Chaos gesorgt. Die Sache mit den falsch rum eingebauten Antennen im vorletzten P-Phone. Da habe ich ihn nur 5 Minuten unbeaufsichtigt gelassen. Dann ist er immer wieder verschwunden und wir mussten ihn am nächsten Morgen in irgendeiner abgehalfterten Bar in New Lost Wages aufsammeln. Und so hat er auch den Prototypen verloren. Und das ganze Elend nahm seinen Lauf.
Anders gesagt, so bist du erst in unser Leben getreten. Leider. Aber er ist doch der Chef. Er ist eine Marionette, nichts weiter. Also habe ich BJ angeheuert. Einen abgehalfterten Schauspieler. Es musste schließlich ein Mann ganz oben stehen. Irgendwann habe ich es genossen, alles aus dem Hintergrund lenken zu können. Aber wegen dieses Chaos, das du angerichtet hast, steht meine Firma am Abgrund. Und BJs Zeit ist vorbei. Genug jetzt. Sage ich doch. Was für ein Schwächling. Wie passend, dass ihr beide nebeneinander verrotten werdet. Hier findet euch niemals irgendjemand. BJ war ein Fehler. Ich hätte ihn schon früher austauschen sollen, als er durchgedreht ist. Wäre das nicht auch ein Job für dich? Schließlich hast du Durchhaltevermögen bewiesen. Durchhaltevermögen? Oh. Nein, Larry. Du wirst hier dein Ende finden. Ach, Menno. Warum denn? So. Toll. Jetzt habe ich auch noch Hunger. Das hat mehr als eine Armlänge Abstand. Wenn die näher am Käfig wäre, laufen hier etwa auch noch Bären rum? Kopf hoch, Larry. Unerreichbar von hier aus. Ah, scharf. Könnte nützlich sein, aber ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Ein Königreich für ein Schwert. Ich meine, ein Pferd kann ich gerade nicht gebrauchen. Ich kam, sah und sägte. Nicht. Da möchte ich mal wissen, wie der Gag da im Englischen ist, mit der Säge. Mit dem Knopf könnte ich den Selbstzerstörungsmechanismus deaktivieren. Prinzipiell habe ich ja nichts gegen Handschellen. Da würde ich rankommen, aber was soll ich mit Handschellen? Mich auch noch fesseln? Der Weg zur Freiheit. Wenn ich doch bloß aus dem Käfig kommen würde. Ein solides Schloss. Wie gut, dass ich keinen Schlüssel habe. Beim letzten Mal hat das auch nicht geklappt. Ich brauche einen anderen Plan. Von BJ habe ich langsam genug gesehen. Wie kommen wir hier raus, BJ? Lass mich zurück, Larry. Ich habe es nicht verdient, gerettet zu werden. Oh, geht klar. Ehrliche Worte. Ach, dafür war der Schlüssel also. Mist, ich bekomme sie nicht auf. Der Weg zur Freiheit. Das Teil ist ausgeschaltet. Es zeigt nichts an. Wie kommen wir hier raus, BJ? Lass mich zurück, Larry. Ich habe es nicht verdient, gerettet zu werden. Oh, geht klar. So, gut. Ein großer roter Knopf. Was soll schon passieren, wenn man den drückt? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Nein, überhaupt nicht. In der Vision vorhin hat BJ damit den Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst. Ich hoffe, jetzt ist es nur der Türöffner. Sehr gut. Ich muss einfach nur auf meine Instinkte vertrauen. Faith, ich komme! Larry Cage für NK11. So. Muss ich jetzt hier durch irgendwelche Türen? Ui, hier steht ja ein äußerst beeindruckender Soda-Automat. Okay. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo anders ein Hosenstall. das war wohl die falsche Tür. So. Kommt mir hier irgendwie bekannt vor. Ah, okay. So, da kann ich raus. Oh, so schöne Endkampfmusik. Komm mir nicht zu nahe.
Dein Timberstand ist mir egal. Du bist schlimmer als BJ. Baby, lass uns gemeinsam durchbrennen. Zwing mich nicht, dich hier runterzuwerfen. Tief im Inneren bist du ein guter Mensch. Wie bist du eigentlich rausgekommen? Mit dem Türöffner. Ich meine aus dem... Moment, was für ein Türöffner? So ein roter Knopf. Der rote Knopf bei der Tür? Das ist nicht der Türöffner. Ich wusste, dass es eine blöde Idee war, den Knopf direkt neben der Tür anzubringen. Faith, was hast du getan? Du Idiot, hast die Selbstzerstörung aktiviert. Naja, manchmal gewinnt man, ne? Manchmal nicht. Du hast ja sicher eine Haftpflichtversicherung. Das Haus gehört BJ. Na dann. Faith! Geh nach links. Das war knapp. Larry, trotz allem hast du mein Leben gerettet. Juro, nein, komm. In welcher App bekomme ich Punkte dafür? Larry, ich glaube, wir sollten... Kling! OMG! Becky hätt's gefallen. Faith! Extra für euch Fatality. Oder Faithtality. Und das war das Letzte, was ich von ihr gesehen habe. Traurige Geschichte. Aber wenigstens lebt sie noch. Ich werde nicht aufgeben, bis ich sie gefunden habe. Sie hat versucht, dich zu töten. Mehrmals. Meine Güte, was sind die im 21. Jahrhundert alle empfindlich geworden? Und BJ war im Haus, als es explodiert ist? Oh, stimmt ja. Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Ein Bier. Ach was? Drei. Ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Mach doch. Und du, Larry? Was machst du jetzt? Packertrainer ist natürlich geil. Nein. Keine Ahnung. Wie ist das jetzt mit dem Bier? Ich weiß nicht, ob das jetzt gut für dich wäre. Wer eine Explosion überlebt, verkraftet auch dein Bier, Lefty. Na gut. Oh, neue Matches bei Timber. Lass stecken, Larry. War's das? Tatsächlich. Das war's echt? Naja, ich hätte es... Ich meine, gut, es hat mit einem Boom aufgehört, mit einem Knall, aber... Ich hätte es noch mal ein bisschen, naja, ein bisschen cooler gefunden. Aber gut, wir haben es durch. Ja, dann kommt jetzt eigentlich die Phase, wo ich jetzt einfach anfange, das Ding zu bewerten. Weil der Vorteil ist, wir machen es live. Das ist, glaube ich, das erste Let's Play, was wirklich von A bis Z live war. Das ist auch mal eine Premiere. Und ich sag's mal so. Es ist sicherlich nicht der stärkste Larry-Teil. Definitiv nicht. Ich glaube, da gibt es einfach Sachen, die runder sind, die besser sind. Die Rätsel würde ich sagen, ja. Ja, also gehen in Ordnung. Bis auf ein paar, die natürlich wieder ein bisschen kryptisch waren, aber das soll wahrscheinlich auch mit Absicht so sein. Das war okay. Die Dialoge, was ja eigentlich die Stärke von so einem Adventure ist, waren gut. Die Figuren waren auch gar nicht schlecht. Die Synchronisation war richtig professionell. Ja, das haben wir ja manchmal gar nicht. Manchmal haben wir ja da eine Hackfresse nach der nächsten. Das war richtig, richtig geil. Also wirklich richtig, richtig gut. Und
Soundtechnisch akzeptabel, jetzt nicht irgendwas, was wahnsinnig raussticht. Grafisch akzeptabel, denke ich. Könnt ihr auch mal sagen, was ihr so meint, aber ich denke, das war okay. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht das stärkste Adventure aller Zeiten, aber wie schon gesagt, würdig. Ich meine, man konnte ja auch bei Reloaded ein bisschen rumhantieren und rummeckern. Das war okay. Hatte eine Menge Hommages, eine Menge Anspielungen auf eigentlich so ziemlich jede Adventure-Genre-Art-Gedönse, was man haben kann. Ich meine, Larry hatte nie Probleme damit, irgendwelche Referenzen zu machen. Das war einfach immer der Deadpool der Adventures. Nach dem Motto, scheiß drauf, ich mach, was ich will. Wäre mal schön, wenn es für Space Quest, also für Roger Wilco, auch mal sowas geben würde. Der wäre auch so ein bisschen. Aber ist ganz, ganz putzig, dass wir das tatsächlich haben. Ich meine, beim letzten Mal hatten wir ja ein Remake vom ersten, also ein Remake des ersten, oder ein Remake des Remakes vom ersten, so muss man ja sagen. Das ist jetzt ein vollständig neuer Teil. Ja, wir hatten King's Quest, was neu aufgelegt wurde. Wir hatten jetzt Larry, was neu aufgelegt wurde. Also ist der Abspann ist relativ kurz. Tja, immerhin finde ich schön, das ist auch zum Beispiel etwas, was ich geil finde, wenn du Achievements kriegst dafür, dass du den Abspann anguckst. Das würde ich auch einbauen als Programmierer. So nach dem Motto, hör mal zu, ich habe mir schon den Arsch aufgerissen. Gut, du hast ein Spiel gekauft, aber du hast ja auch einen Arsch aufgerissen. Und tja, da ist es. Ich habe hier noch liegend die Special Edition. Die werde ich dann nochmal unboxen. Das denke ich, werde ich am Wochenende dann für euch aufnehmen. Die konnte ich euch auch noch nicht zeigen, aber das ist super. Das können wir jetzt als großes Finale machen. Ich habe also das Ding auch als physikalisch. Ich habe also wirklich die... Ne? Wie heißt das schön? Die, nicht die Limited, aber auf jeden Fall die... Wirklich die Larry Box, die habe ich da. Können wir dann auch nochmal unboxen. Ja, sonst, wir haben Larry 1 Reloaded gemacht. Wir haben das gemacht. Wir können jetzt auch mal in andere Larry-Teile gehen, denke ich. Aber das nächste, was wir jetzt haben, ist, ihr habt ja schon die Überleitung gehabt, das ist ja schon richtig, richtig geil. Wenn wir schon eine Referenz haben zu Simon the Sorcerer, dann müssen wir das machen und ich muss unbedingt auf diesem Kanal nicht nur Indiana Jones haben, was definitiv Pflicht ist dieses Jahr, sondern jetzt dürfen wir ja auch die Version zeigen, die wir vorher nicht zeigen durften. Das ist ja nun auch etwas, was man nutzen kann. Will ich unbedingt euch definitiv Simon the Sorcerer 2 geben und dann müssen wir auch nochmal irgendwann Discworld 2 machen und wir brauchen auch natürlich mal das richtige Monkey Island. Und ich glaube, dann können wir gucken. Und es wird eigentlich Zeit, das fordern auch 190 Sachen. Wann machst du das Remake von Space Quest 1? Space Quest muss man eigentlich auch kennen. Ja. Und dann haben wir noch genug Adventures, die neu sind. So ist das nicht. Was schreibt ihr denn so? Schwaches Ende, ja, sehe ich auch so. Das Ende hätte ich auch ein bisschen spektakulär gehabt. Aber, ja, man kann im Spiel nicht so unterstellen, dass es wahnsinnig sich gezogen hat. Das war okay. Es gibt ein paar Sachen, die waren ein bisschen nervig. Irgendwie bei Rätseln, was ich ja gesagt habe, dieses, ne, geh dahin, hier dahin, blablabla. Und ich mag auch nicht diese, gehen Sie dreimal um den Häuserblock, damit was passiert. Weil da kann man vielleicht mit Sätzen arbeiten, so nach dem Motto, hör mal, dauert. Und dann kann man notfalls auch 5 Minuten da warten und es passiert trotzdem was. Und nicht dieses, wir gehen mal 27 Mal um irgendeine Ecke, weil das passiert ja auch nicht in echt. So nach dem Motto, wenn du jetzt zweimal beim Bäcker rein und reingehst, hat der jetzt auf einmal nicht einen neuen Kuchen fertig. Ich meine, abgesehen davon, dass der dich wahrscheinlich beim 8. Mal irgendwie erklärt und wahrscheinlich dann irgendwann ganz schnell auf 1-1-0 ist. Die Star Trek Adventures gibt's noch. Final Unity ist richtig geil. Es gibt von der 25th Anniversary, also von der Kirk-Saga, gibt es eine richtig geile Speech-Version, wo man dann mal richtig sieht, wie Shatner in richtig geil ist. Also unglaublich geile Synchro. Ich glaube, das war das Letzte, was, glaube ich, der Pille, glaube ich, auch tatsächlich gemacht hat, bevor er dann leider viel zu früh auch von uns ging. Aber richtig geile Synchro. Ist sicherlich eine Idee. Ist wahrscheinlich Star Trek ist natürlich wieder das Problem. Originalmusik, da claimt jeder. Und Paramount ist ja auch bekannt dafür, alles zu claimen, was nicht bis 10 auf dem Baum ist. Back to the Future ist auch so eine Geschichte, ist auch ein schönes Adventure, ist
halt, war, glaube ich, das war eins der ersten von Telltale, glaube ich, ne? Glaube ich. Eins der ganz frühen. Bevor sie Walking Dead dann gemacht haben und Game of Thrones und sowas. Ja, kann man auch mal. Aber wir haben ein bisschen was zu tun. Wie schon gesagt, wir machen dann mit Simon the Sorcerer weiter. Und wir werden sicherlich auch nochmal zu Larry kommen. Und wir werden auch sicherlich noch ein paar andere Sachen von Sierra zeigen. Der ewige Kampf Sierra gegen LucasArts, Cola gegen Pepsi. Genial. Und Kathy Rain, wie schon gesagt, muss man unbedingt mal gesehen haben. Das finde ich vom Setting richtig, richtig gut. Ja, dann war's. Wir haben das Adventure durch. Jo. Ja, es war nicht der. Silver Ray fasst es ganz gut zusammen. Es war nicht das schlechteste Adventure, aber es war sicherlich auch nicht das Beste. Es ist so, würde ich sagen, höheres Mittelfeld. Ich würde so sagen, so bei einer Wertung von, wenn so, ne, 50 die Mitte ist, würde ich so sagen, so um die 70 würde ich es werten. Gut, für Videospielmagazine ist das dann schon Flop, aber für Leute, die nicht ganz so strunzdoof sind, ist das okay. Ist halt gut. Ist gut. Ist eine schöne Hommage. Waren ein paar schöne Insider-Gags drin. Ich weiß nicht, was sie alles machen durften und nicht machen durften. Das wäre mal interessant. Vielleicht kann man mal gucken, ob man mal mit den Machern mal irgendwie, vielleicht mal irgendwie eine Mail austauscht. Weil das eine oder andere kommt mir so vor, dass da durften sie nicht ganz ran, weil wahrscheinlich, ich glaube, Sierra gehört, glaube ich, mittlerweile komplett Activision, glaube ich. Und das Ding ist ja hier nicht von Activision. Wahrscheinlich konnte man dann auch nicht alles so machen. Ist ja so ungefähr das gleiche Problem, was Star Trek Discovery hat, dass Star Trek Discovery nicht alles machen kann, weil andere Leute Rechte von der Star Trek-Serie haben und die nur einen Teil davon haben. Das ist halt dieser bescheuerte Quatsch, den halt das Marvel Cinematic Universe auch hatte, dass eben die Fantastischen Vier und eben die X-Men nicht Teil des MCU waren, was ja jetzt durch den Fox-Deal jetzt geändert ist. Kommt mir das hier auch so ein bisschen vor, dass sie nicht alles machen durften, was man so kennt und darf. Aber das, was sie machen durften, denke ich, ist ganz okay. Story ist okay. Larry war klasse. Mein Vergissnig, es gibt in einer Version, da wird Larry gesprochen von Oliver Pocher. Lasst euch das einfach mal nur durch den Kopf gehen. Da ist das hier 10-mal geiler. Und Faith war auch ganz okay als Bösewicht. Wenn auch jetzt relativ unspektakulärer Endkampf, aber sollte dann halt wahrscheinlich so ein Comedy-Endkampf sein, à la, was weiß ich, Captain English oder wie der da heißt. Ja, würde ich sagen, machen wir dicht. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, ihr wisst ja, jetzt kommt wieder das YouTube-Tourette. Abonnieren, kommentieren, bewerten. Und ja, die Adventure-Playlist ist zu finden, auch wenn YouTube mittlerweile Playlisten hasst. Aber was hasst YouTube nicht an uns Creatern? Ja, mit dem philosophischen Ansatz will ich es beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Projekt, wie das so schön heißt. Bis dann. Jetzt wollte ich auch gerade sagen, dass die Musik aufhört, aber den Gefallen tut mir keiner, weil gute Gags macht keiner für mich. Ja? Gut, ich schicke auch nicht Sarazar in den Dschungel. Ne? Obwohl, ich habe gar keinen Sarazar, den ich in den Dschungel schicken könnte, fällt mir gerade auf. Aber ist ein anderes Thema. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.